Der Nationalsozialismus beweist, dass nicht das Geld, sondern die Arbeit im Wirtschaftsleben entscheidend ist. Nationalsozialistische Propaganda, Mitte der 30er Jahre. Hitler ködert die deutschen Arbeiter für sein tausendjähriges Reich. Sie sollen seine Waffen produzieren und seinen Krieg führen. Schönheit der Arbeit statt Klassenkampf. Ich habe also Mitte 32 schon gesagt, Hitler lässt sich nicht mehr verhindern, aber Einheitsfront kann nicht zustande kommen. Es ist keine Kraft da, die ihn verhindern kann. Hitler lässt sich nicht verhindern. Und ab Mitte 32 haben wir uns auf illegale Arbeit vorbereitet schon und habe trainiert darauf. Und wir haben uns in sehenden Augen reingerannt. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszubiegen. Erster Mai in Berlin. Demonstration zum Tag der Arbeit. Anfang der 30er Jahre ist die deutsche Hauptstadt eine der Hochburgen von Kommunisten und Sozialdemokraten. Die einen bekämpfen die Demokratische Republik mit allen Mitteln, die anderen verteidigen sie. Alle einen Gürtel, Finger und ein Loch. Es geht noch, es geht noch, es geht ja immer noch. Die beiden großen Arbeiterparteien haben 1933 die Macht zum Widerstand und sind dennoch wie gelähmt. Die große Zahl der Arbeitslosen, diese 6 Millionen, die haben also da schon deprimierend gewirkt auf die Arbeiterschaft. Und vor allem natürlich war immer die große Gefahr, dass die Kommunisten uns als Selbstfänger kennen. Die zentrale Zeitung der KPD hat noch 1930 in großen Lettern die Sozialdemokratie als die größere Gefahr wie die Nazis bezeichnet. Überhaupt, was die deutsche Arbeiterbewegung hätte erreichen können, Sozialdemokraten und Kommunisten, wenn sie zusammengewirkt hätten, nicht wahr? Nicht? Wenn sie begriffen hätten, dass man Kompromisse eingehen muss, der eine nach der Seite, der andere nach der Seite, aber dass man zusammenarbeiten muss, nicht wahr? Als Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler wird, warten seine Gegner auf ein Zeichen zum Widerstand. Doch die Gewerkschaften setzen auf Zusammenarbeit. Die Parteiführung der Sozialdemokraten fürchtet ein Blutbad. Die meisten erwarten, dass sich auch diese Regierung nicht lange halten wird. Ludwig Gehn gehörte damals zu einer sozialistischen Splittergruppe. Wir waren jedenfalls der Ansicht, das, was die SPD- und KPD-Führung da verbreitet hat, besonders auch die Gewerkschaften, die haben ja die Parole rausgegeben, ach, lass die mal dran, bei dieser großen Krise, die wir haben, 6 Millionen Arbeitslose, im Vierteljahr haben die abgewirtschaftet. Und das haben wir nicht geglaubt. Die Kommunisten warten auf ihre Stunde. Die Genossen sind davon überzeugt, dass Hitler die Krise des Kapitalismus nicht bewältigen wird. Für sie steht die stalinistische Revolution unmittelbar bevor. Während die Sozialdemokraten Großkundgebungen abhalten, verhaftet die Polizei prominente Parteiführer, darunter den Lübecker Abgeordneten Julius Leber. Parlamentarier wie Josef Felder setzen auf die Masse ihrer Anhänger. Wir haben nunmehr unsere Versammlungen durchgeführt. In Berlin sprach der Otto Welt vor 200.000 Menschen. Überall ging es sehr lebhaft zu. Zurückblicken kann man es gar nicht mehr glauben, dass da nichts geschehen ist. Denn überall kamen die Arbeiter in großen Massen in die Versammlungen.
Da waren 100.000 Menschen. Und da stellt sich ein Gewerkschaftsmann hin und sagt, was sind wir für eine Masse? Was stellen wir für eine Macht dar? Uns kann keine. Lass die SA mal kommen. 3 Tage später Hausen aus dem Gewerkschaftshaus rausgeprügelt. Im Februar erhalten die Kampfverbände der Nazis polizeiliche Vollmachten. In einem Erlass wird die Polizei dazu angehalten, gegen staatsfeindliche Organisationen und Demonstranten rücksichtslos von der Waffe Gebrauch zu machen. Nazi-Propagandachef Josef Goebbels verspricht: Im Übrigen können unsere Parteigenossen des Armen auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird. Der von vielen erwartete Gegenschlag bleibt aus. Die Sozialdemokraten setzen auf die Niederlage Hitlers bei den bevorstehenden Reichstagswahlen. Für sie ist das Parlament die letzte Bastion der Demokratie. Als am 27. Februar 1933 der Reichstag in Flammen steht, liefert das Hitler den Vorwand, die kommunistische Partei zu zerschlagen. Allein in Berlin werden noch in der Nacht 1.500 Funktionäre der KPD verhaftet. Wir haben keine Lust, die kommunistische Bestie, das deutsche Volk zerfleischen und zerreißen. Die Führung wird steckbrieflich gesucht. Hohe Funktionäre gehen der Polizei ins Netz oder fliehen ins Ausland. Dennoch will man an eine endgültige Niederlage nicht glauben. Die Auffassung, dass die Nazis sich schnell abwirtschaften werden, führte doch zum Nichtstun der Gegner der Nazis. Wenn man der Meinung war, nur die werden schnell ein Ende haben, dann muss man nichts machen oder muss man wenig machen. Aber wenn man der Meinung ist, nicht wahr, dass hier der Feind der Arbeiter einen Sieg errungen hat, dann muss man hier etwas tun, um dem entgegenzuwirken. Der Apparat der Kommunisten ist für Untergrundarbeit nicht gerüstet. Es entsteht ein Leerlauf von Verbindungen, Treffs und verdeckten Telefonanrufen. Spitze liefert der Polizei immer neue Opfer. Bei den letzten halbwegs demokratischen Wahlen erhält die NSDAP trotz aller Terrormaßnahmen keine absolute Mehrheit. Die Diktatur muss mit anderen Mitteln erreicht werden. Gewählte Abgeordnete wie der Sozialdemokrat Bernhard Kuhnt werden in Schutzhaft genommen und öffentlich gedemütigt. Die Kommunisten werden zum neuen Reichstag nicht zugelassen. Am Nachmittag des 21. März trat der Reichstag zum ersten Mal in der Krolloper zusammen. 2 Tage später brachte der Reichskanzler Adolf Hitler das Ermächtigungsgesetz ein, das mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde. Hitler lässt sich vom Parlament umfassende Vollmachten zur Errichtung seiner Diktatur geben. Als wir vom Reichstag hinübergingen zur Krolloper, da ist natürlich inszeniert von Goebbels eine Menschenwandlung gewesen, nicht wahr? Wir fordern das Ermächtigungsgesetz von euch, ihr Schuft, ihr Schurken, ihr Hochverräter. Als sie uns entdeckten, die Berliner erkannten natürlich einige Berliner Abgeordnete und so weiter, und da ging's los. 94 Sozialdemokraten schlagen sich in die Reichstagssitzung durch, um trotz aller Drohungen unter der Führung von Otto Wels gegen die Diktatur zu stimmen. Die Regierung der Nationalen Revolution sieht es grundsätzlich als ihre Pflicht an, entsprechend dem Sinn des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes, diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Sie wird nicht die Erkenntnis aus dem Auge verlieren, dass es sich dabei nicht nur um das negative Problem der Bekämpfung dieser Lehre und ihrer Organisation handelt, sondern um die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den Nationalstaat. Das Parlament ist entmachtet. Die Grundrechte sind beseitigt. Razzien sind an der Tagesordnung. Deutsche Volksgenossen, das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdeten Gegend Berlin. Das dauert ein paar Minuten, nicht mal Sekunden. Da ist ein großer Komplex abgesperrt, ein ungeheures Aufsehen, eine irrsinnige Angst bei den Kommunisten, bei den sozialdemokratischen Funktionären. Sie haben alle in ihren Wohnungen noch tausenderlei Drucksachen versteckt, verbotes Hetzmaterial. Die Beamten stellen
stürmen die Treppen hinaus. Achtung, Polizei, aufmachen. Und dann, nach wenigen Minuten, kurz nach Beginn der Aktion, kommen dann die ersten politischen Gefangenen. Wen die Nazis nicht sofort totschlagen, verschleppen sie in eines ihrer Konzentrationslager. Bis Ende 1933 sind es fast 50.000 politische Gefangene. Es ist unbestritten, dass die KPD die meisten Opfer gebracht hat. Aber diesem Opfer sind, und das trifft auch zum Teil für die SPD und für die Gewerkschaften zu, einfach aufgrund von Leichtsinn, von nicht überlegen, was man tut, sind die hervorgerufen worden. Berlin, Prinz-Albrecht-Straße, das Hauptquartier der geheimen Staatspolizei. Jeder, der sich öffentlich gegen die Regierung stellt, ist vogelfrei. Die Nazis regieren mit Folter und Mord. Ein SPD-Abgeordneter schreibt später, es war, als hätte man einen riesen Käfig über uns gestülpt. Wir tobten, wir rissen an den eisernen Stäben, wir stießen uns die Köpfe daran blutig. Aber das Eisen trotzte unserer ohnmächtigen Wut. Die Abgeordneten konnten nicht mehr wagen, in ihren Wohnungen nachts zu schlafen, weil immer wieder so willkürlich, ich war ja immer noch ziemlich willkürlich mit Verhaftungen, nicht wahr? Da wurden Leute verhaftet, wo gar keine Schutzhaftbefehle vorlagen. Das kam erst nachher regulär, umso mehr, je mehr dann die Gestapo gebildet worden ist, nicht wahr? So war die Situation. Am 1. Mai 1933 riskiert Propagandaminister Goebbels eine gigantische Kundgebung. Und die deutsche Arbeiterschaft spielt mit. Sie huldigt ihren neuen Führer, Adolf Hitler. Das deutsche Volk ist wieder stark geworden, in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark in der Tragen aller Opfer. Nur wenige Hitler-Gegner erkennen den Absturz in die Katastrophe, wissen, wie viel Widerstandskraft nötig sein würde, um diesen Massenwahn wirksam zu bekämpfen. Die Gewerkschaft hat damals versucht, die Gewerkschaft innerhalb der Deutschen Arbeitsfront illegal als Gewerkschaft weiterzuführen. Spinnerei. Ein paar Tage später hat sich herausgestellt, dass sind sie aus der Gewerkschaftshäuser rausgeschmissen worden. Das Risiko hat sich ausgezahlt. Augenscheinlich haben die Gewerkschaftsführer ihre Basis bereits verloren. Am 2. Mai werden die Gewerkschaftshäuser gestürmt. Mit dem Verbot der SPD im Juni ist Widerstand aus der Arbeiterbewegung nur noch illegal möglich. Die Parteiführung geht ins Exil. Wir mussten ja vor allen Dingen erstmal die Organisation halten, in den Grundstrukturen zumindest, wenn auch viel verloren ging, nicht wahr? Aber wir mussten ja doch halten, eine gewisse Basis, auf der wir also auch illegal aufbauen konnten. Ne? Die Widerstandsgruppen werden aus dem Ausland mit Flugblättern, Informationen und Material versorgt. Besonders über die Tschechoslowakei kommen Kuriere illegal nach Deutschland. Doch der Transport der Flugblätter wird von Monat zu Monat gefährlicher. Nach Deutschland sind sie gekommen. Durch die Internationale Transportarbeiterföderation, durch Edo Fimmen. Der hat seine Rheinschiffe gehabt, der hat die Eisenbahner gehabt. Und die waren, das waren die Einzigen, die noch Möglichkeit hatten, auch mal eine große Kiste da nach Deutschland zu bringen. Die braunen Hemden der nationalsozialistischen Sturmabteilungen beherrschen die Straßen. Offener Widerstand ist zwecklos. Die Gegner ahnen, dass Hitlers Diktatur nicht so schnell am Ende ist. So habe ich also, als ich in Deutschland war, schon immer wieder betont, dass die Vorstellungen, wie sie vom Zentralkomitee der KPD damals entwickelt waren, nicht den Tatsachen entsprechen konnten, sondern dass hier die Illusion die Hauptrolle spielt. Sowjetische Propaganda über den angeblich so heroischen Widerstand der Arbeiterschaft. Die Millionenfront der Arbeiter wächst, heißt es in kommunistischen Zeitungen, die nach Deutschland geschmuggelt werden. Diejenigen, die die illegale Arbeit kennen, wissen es besser. Nur kleine, gut organisierte Gruppen haben in der Diktatur eine Chance gegen den Terror.
In unseren monatlichen Flugblättern, da war eine Spalte drin, Widerstandsnester. Und in dieser Spalte sind immer Dinge angeführt worden, die irgendwo gemacht wurden zur Nachahmung oder zum Hinweis, Ähnliches könnt ihr auch machen. Man ergreift Vorsichtsmaßnahmen gegen Spitzel, die immer wieder Widerstandsgruppen der Gestapo ausliefern. Doch die Unterstützung aus der Bevölkerung wird immer schwächer, je mehr die Nazi-Propaganda Wirkung zeigt. Deutsche Arbeiter, an das Terror! Hitler gaukelt den Deutschen vor, mit dem Autobahnbau und anderen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die Massenarbeitslosigkeit für immer beseitigen zu können. Er verspricht ihnen eine schöne neue Welt, eine Vision von Unbesiegbarkeit und Größe. Der Erfolg der Nazis in den Fabriken ist geringer, als die Propaganda suggeriert. Oft halten die Arbeiter in den Betrieben an den bewährten Vertrauensleuten fest. Vereinzelt kommt es sogar zu spontanen Streiks, die rasch unterdrückt werden. Die Kommunisten haben immer behauptet, da gibt es eine Einheitsfront und da mit den in Wirklichkeit, wenn man dahinter geguckt hat, waren es meistens nur kurze Gespräche, die zwei, drei Personen dann zusammengeführt haben und herausgekommen ist in der Praxis eben nicht. Obwohl man also in den Betrieben bei der Arbeiterschaft unten viel mehr diskutiert hat darüber als nun oben. Dennoch passen sich die meisten an, den Arm zum Hitlergruß erhoben, die Faust in der Tasche. Die Nazi-Propaganda verherrlicht Maschine und Mensch. Die deutschen Arbeiter übernehmen ihre Rolle. Schon bald produzieren sie Waffen für den Krieg. Die noch verbliebenen Widerstandsgruppen geraten immer weiter in die Defensive. Wie können wir in der Öffentlichkeit zeigen, dass es auch Gegner gibt, dass nicht alle mitmachen? Das war schon eine Zeit, wo alles schon heil geschrien hat, wo man schon gemerkt hat, ach, er findet großen Anklang im Volk, jedenfalls nach außen hin erst einmal. Und da hat man eben gesagt, also wir müssen etwas machen, hat sich überlegt und hat dann auch die Aktionen durchgeführt. Der Führer fährt voran. Feierliche Eröffnung der Autobahn Frankfurt-Darmstadt 1935 in Anwesenheit des Führers. Die kleine Gruppe um Ludwig Gehm hat beschlossen, mit einer wirkungsvollen Aktion Aufsehen zu erregen. Nachts haben sie Parolen an Brücken und auf die Fahrbahn gemalt. Nieder mit Hitler, Hitler gleich Krieg. Doch im Kampf gegen den verhassten Diktator ist für sie jedes Mittel denkbar. Unser erster Gedanke war, zu überlegen, ob wir einen Attentat auf Hitler machen können. Wir sind also zu Gedanken gekommen, wie ein dünner Draht über die Straße wegzuspannen. Und der Hitler hatte ja die Gewohnheit, immer im Auto zu stehen. Und da wollte man den Kopf abreißen auf die Art oder versuchen sowas. Wir haben lange darüber gestritten und dann kamen wir zu dem Resultat. Also hat keinen Sinn. Attentat hat keinen Sinn. Wenn der Hitler weg ist, kommt dann ein Hitler. Und wir haben gar nichts gewonnen. Und der tut nur noch mehr vielleicht herumtoben. Und vor allen Dingen, wenn sowas ist, die Leidtragenden sind nicht die Nazis dabei, sondern es ist wieder die Arbeiterschaft. Nicht alle, die Hakenkreuzfahnen aufhängen, sind auch Nazis. Viele haben resigniert und passen sich an. Jeder Kontakt ist gefährlich. Jedes falsche Wort könnte gehört werden. Überall gibt es Denunzianten. Man kriegt einen Blick dafür, weißt du? Man kriegt so einen Blick. Wenn man da immer in der Illegalität ist und immer unter diesen Bedingungen arbeitet, dann merkt man meistens, dass was faul im Staat der Dänemark oder da ist, was nicht ganz in Ordnung oder das, da sollte man lieber kehrt machen oder so. Kommunistische und sozialdemokratische Betriebszellen müssen sich gut tarnen. Die Spitzel der Gestapo sind immer wieder erfolgreich. Niemand traut sich offen zu reden. Flugblätter werden aus Angst bei der Polizei abgeliefert. Ich hatte zeitweilig auch einen Revolver in der Tasche. Aber
das habe ich dann doch wieder aufgegeben. Ja, weil wenn sie einen mit einem Revolver kriegen, dann ist man sofort erledigt, ja. Während sie sonst noch oft im Dunkeln tappen und nicht genau wissen, ja, was hat er nun gemacht, was ist er und so weiter und so fort, ne? Aber wenn sie einen erwischen mit einer Waffe, dann ist das natürlich ihr Feind und der Feind wird vernichtet. Ne? 1937 befinden sich fast 100.000 Menschen in den Konzentrationslagern, ausgeliefert den brutalen Wachmannschaften, reduziert auf eine Nummer. Also, als ich eingeliefert wurde in den Bunker und an eine Kette gelegt, hat der Unterhuber den Strohsack auf der Pritsche weggenommen und hat gesagt, den brauchst du nicht, denn du kommst sowieso nur als Leichenmärter hier heraus. Wenn wir schon zur Arbeit schreiten, Tausende im Morgenraum, doch wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Ich würde sagen, es war eine Einrichtung, um Menschen durch Hunger und Arbeit zu vernichten. Private Aufnahmen von einem Betriebsausflug, organisiert von der nationalsozialistischen Arbeitsfront. Die Menschen haben wieder Arbeit. Man amüsiert sich unter dem Hakenkreuz. Viele, die jahrelang unter Lebensgefahr die Nazi-Diktatur bekämpft hatten, sehen keinen Sinn mehr in den illegalen Aktionen. Der Erfolg bei der Bevölkerung ist ausgeblieben. Alles, was den Hitler-Gegnern bleibt, ist ihre Überzeugung. Die Zeit der Einsamkeit hat begonnen. Es gab Gruppen, die bis Ende des Krieges gearbeitet haben. In Berlin wurden zum Beispiel kurz vor Kriegsende noch von Flugblättern aus Flugzeugen abgeworfen, ne? Und so etwas. Aber der hauptsächliche Widerstand der Arbeiterschaft war Ende 37 gebrochen. Wer vom Terror verschont geblieben ist, muss sich passiv verhalten. So hat sich der Sozialdemokrat Adolf Reichwein als Lehrer in eine Dorfschule zurückgezogen und kehrt erst 1940 nach Berlin zurück. Seine Überzeugungen sind ungebrochen. Er hatte immer Freunde, mit denen er alles diskutierte. Er brauchte Kontakte. Er sagte, aber unter anderem zum Beispiel, ich kann kein Politiker sein. Dazu bin ich zu moralisch. Aber ich finde, dass gerade auch Pädagogen sich um Politik kümmern müssen. In einer großen Waffenschmiede des Reiches sprach der Führer zu allen deutschen Rüstungsarbeitern. Hitlers Krieg versetzt das deutsche Volk in einen Siegestrommel. Der Diktator muss keinen Widerstand der Arbeiter mehr fürchten, denn der Pakt mit Stalin hat selbst die Moskau-treuen Kommunisten verstummen lassen. Ja, die Arbeiter waren ja zum Teil geschwenkt. Sie waren ja entweder waren sie im kommunistischen Widerstand oder sie gingen zu den Nazis über. Nicht? Die kriegten ja Arbeit. Das war ja das, dieses Kunststück von dieser Rattenfängerei von Hitler, nicht? Dass er mittels Arbeit die Leute fing. Im weiteren Verlauf seiner Rede dankte der Führer vor allem den deutschen Rüstungsarbeitern. Sie hätten den deutschen Soldaten jene Waffen geschmiedet, die die großen Siege im Osten und Westen erst ermöglichten. Während des Krieges nehmen Sozialdemokraten wieder Verbindung zueinander auf und arbeiten hinter verschlossenen Türen gegen das Regime. Trotz großer Vorbehalte beteiligen sie sich an Umsturzplänen der militärischen und bürgerlichen Opposition. Einige von ihnen haben bereits eine schreckliche Leidensgeschichte hinter sich. Julius Leber, 4 Jahre Gefängnis und Konzentrationslager, davon 1 Jahr in Dunkelhaft. Carlo Mierendorf, 5 Jahre Misshandlungen und Zwangsarbeit in verschiedenen Konzentrationslagern. Der Gewerkschaftsführer Wilhelm Leuschner, 1 Jahr Haft, danach illegale Gewerkschaftsarbeit. Zusammen mit Adolf Reichwein arbeiten diese Politiker an Plänen für ein Deutschland nach Hitler. Also man musste sich sehr tarnen, aber man musste
Und das hat er eben durchgehalten, die Kontakte aufrechterhalten. Nicht? Für den Fall danach, wie er eben sagte, übrig bleiben und dann müssen wir kommen. Als Tarnung dienen kleine Betriebe und Fabriken. Obwohl ihnen der Rückhalt aus der Arbeiterschaft fehlt, unterstützen sie als deren Repräsentanten die Staatsstreichpläne und sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Carlo Mierendorf schreibt, von jetzt an geht es nur noch aufwärts. Entweder an die Macht oder an den Galgen. Um der Opposition eine breite Grundlage zu geben, suchen sie sogar Verbindung zum kommunistischen Widerstand. Ich habe es unterstützt, ich habe ihn sogar noch angesprochen, habe gesagt, ihr redet da immer nur und entwickelt Gedanken, es muss ja auch was passieren und vor allen Dingen, ihr müsst ja eine größere Menge hinter euch haben. Und habe also diesen Kontakt zu den Kommunisten eigentlich unterstützt. Während des Krieges gibt es immer wieder Versuche der kommunistischen Partei, neue Organisationen aufzubauen. Ein Ziel ist die Sabotage der Rüstungsproduktion. Man bereitet sich auf ein sozialistisches Deutschland vor. Die meisten Gruppen werden sehr bald von der Gestapo zerschlagen. Die letzte größere Betriebszelle entsteht 1943 in Berlin. Geleitet wird sie von den Parteifunktionären Anton Sewko und Franz Jakob. In konspirativen Gesprächen mit Reichwein und Leber wollen diese die Voraussetzungen für einen gemeinsamen Kampf gegen das Regime klären. Er wusste genau, was für ein Risiko er damit eingegangen war. Und wir wussten es auch und haben nicht etwa gesagt, also um Gottes Willen, lass das bleiben, wenn das so risikoreich ist. Nicht? Sondern wir fanden es einfach notwendig. Die Gestapo ist längst durch einen Spitzel informiert. Als sich am 4. Juli 1944 Reichwein, Sewko und Jakob am S-Bahnhof Heerstraße treffen wollen, wartet dort bereits die Polizei. Julius Leber, der für das Amt des Innenministers vorgesehen ist, wird am darauffolgenden Tag verhaftet. Ich weiß, dass mein Schicksal nicht sinnlos ist. Nach dem gescheiterten Staatsstreich vom 20. Juli werden auch Julius Leber, Wilhelm Leuschner und Adolf Reichwein vom Volksgerichtshof in Berlin zum Tode verurteilt. Adolf Reichwein ist unfähig, sich zu verteidigen. Unter der Folter ist seine Stimmkraft zerbrochen. Stumm, aber aufrecht erträgt er die brutalen Schmähungen des Richters. Ich bin dann abends noch rausgefahren nach Plötzensee und habe an der Pforte also gefragt, wie ist das, sind heute Nachmittag Leute vom Volksgerichtshof hier abgeliefert worden? Ja, sagt er, das war eine ganze Menge und davon lebt keiner mehr. Also wusste ich, dass das Verurteil sofort vollstreckt worden war. Also da war dann nichts mehr zu machen.